gerade wieder mal sagen, der mich an das erinnert, was wir auf dem Bausektor in Köln erlebt haben. Inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, Köln ist überall, wir sind Köln. Und das können wir leider Gottes auch sagen zu diesem Ermittlungsskandal, Polizeiskandal, Institutionenskandal und Medienskandal hier in der Region Emden unter Mitwirkung Stuttgarter Dienststellen und Politiker. Und ich will einmal ganz kurz umreißen, was das eigentlich ist. Der Obertitel müsste sein, wir haben eine groteske Häufung grotesker Informationslücken. Wir haben heute bei Binnenden eine Situation, wo jede Äußerung irgendeiner Institution, ob das jetzt die Staatsanwaltschaft ist oder die Polizei oder das Stuttgarter Innenministerium, wo wir auf jeden Fall aufgrund einer einzigen Äußerung sofort 5 sehr gravierende Nachfragen hätten, so im Überblick, und vielleicht noch 5 kleinere Nachfragen. Das heißt, wir haben ein Informationschaos, das so schwerwiegend ist, dass eine weitere öffentliche Äußerung von Verantwortlichen gar nicht mehr möglich ist, oder es ein Boost von Nachfragen kommen müsste. Ich will einmal nur an der Person Tim Kretschmer 2, 3 kurze Sachen sagen. Zum Schluss komme ich nochmal auf die Obduktionsfragen zu sprechen. Ich bin Hobbyschütze an der Pistole, 9 mm. Eins ist völlig klar, der ganze Zeitablauf ist so, dass auch jemand, der sehr flink ist, und ich glaube, ich bin ziemlich flink, es unmöglich schaffen kann, so viele gezielte Schüsse abzugeben, wie Tim Kretschmer das getan haben soll, und 3 Magazine nachzuladen. Ich kann Ihnen sagen, Magazin nachladen, je mehr Kugeln Sie reindrücken, desto größer wird die Federspannung innen. Das ist Fummelei. Ja? Und das können Sie nicht in ein paar Minuten machen. Mit der ganzen Schießerei dazu. Wir haben 2 verschiedene Schützenpersönlichkeiten. Wir haben einen Superschützen, der kann clean Headshot Kills machen. Also ein Schuss, puff, Mensch tot. Und wir haben eine andere Persönlichkeit, die ballert in die Gegend und verballert jede Menge Munition. Es ist schon deshalb unwahrscheinlich, dass einer so gehandelt hat. Aber wir haben ja auch noch 2 völlig verschieden angezogene Schützenpersonen. Tim Kretschmer war mal maskiert und mal nicht. Und er hatte mal dunkle Klamotten an und mal die üblichen Klamotten, die seine Kameraden von Tim Kretschmer kannten. Hoch seltsam. Zieht er sich dann mehrfach um in den wenigen Minuten, in denen er nicht mal nachladen kann? Oder wie sollen wir das verstehen? Dann haben wir sagen wir mal, erhebliche Fahndungspannen, die geradezu auch in sich eine neue, groteske Welt eröffnen, mit lauter widersprüchlichen Institutionenaussagen zu dem Konzept. Und schließlich haben wir völlig ungeklärte Todesumstände. Bis heute gibt es bei Spiegel Online, da habe ich mir gerade sagen lassen, einen Beitrag, den man nachgoogeln kann, wo drin steht, Tim Kretschmer ist erschossen worden und hat sich nicht umgebracht. Also ich kann nur sagen, wenn bei solchen gravierenden oder gravierend divergierenden Aussagen wir nicht nachfragen dürfen, was ist dahinter, dann ist dies hier keine Demokratie mehr. Das hat gar nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Ich habe das Buch von Guido Grant gelesen. Und der hat, ehrlich gesagt, gar keine Zeit zu verschwören. Ja? Der hat so unendlich viele divergierende Fakten aufgedeckt, die alle geklärt werden müssten, wenn dieser Staat noch normal funktioniert. Dass ein Raum für Theorien gar nicht bleibt, ist übrigens auch gar nicht ratsam. Warum soll denn jemand, der Journalist ist und nachfragt, Theorien spinnen? Soll doch vielleicht mal die Institution erklären, was war denn wirklich los? Ich glaube, so wird ein Schuh aus der Sache. Wir sehen, dass aus diesem ganzen Pakt, diesem Chaos, keine politischen Konsequenzen gezogen wurden von ihm. Der Fokus, der noch ganz nett berichtet hat, hat gerade den Vogel abgeschossen mit einem Beitrag, dass der Polizeichef geweint habe. Haben also bisher schon die Opfer-Eltern-Tränen, will ich mal sagen. Eine Sachdebatte verstopft. Wird nun auch noch die Tränerei vom Polizeichef hergenommen, damit wir nicht über die Sache diskutieren dürfen. Ich glaube, ehrlich gesagt,
das ist nur noch Nonsens. Ja. Umgehen kann ich damit schon lange nicht. Wir haben eine Tatsache, in der weitere Fragen gar nicht gestellt werden dürfen. Erstens ist man als Verschwörungstheoretiker. Ja. Zweitens ist man Quertreiber. Drittens hat man offenbar gar kein Mitleid. Ehrlich gesagt, ich sehe das ganz anders. Wenn mein Kind da ums Leben gekommen wäre, dann würde ich mir wünschen, dass jemand nachfragt, wie ist denn das wohl wirklich passiert. Das würde mich als Eltern nicht natürlich in die Lage versetzen, dass mein Kind wieder da ist. Aber ich hätte jedenfalls das Gefühl, es ist mit diesem schrecklichen Ereignis richtig umgegangen. Und ein Jahr danach, meine Damen und Herren, ist der Termin, an dem das geleistet werden muss, wenn es bisher nicht geleistet wurde. Und es wurde nicht geleistet, sonst hätte Herr Klampfow kaum mehr zu tun geschrieben. Er ist ja nun, weiß Gott, nicht mehr bekannt. Ich habe gestern noch mit einem Chefredakteur der beiden großen Stuttgarter Zeitungen über das Thema gesprochen und habe gesagt, wir haben es hier nicht mit einem Wirkopf zu tun, der mal ein Erstling produziert. Ja. Aber da ist eine lange Strecke von harter journalistischer Straßenarbeit dahinter. Und ein Jahr hinter Leuten herrennen, die nichts sagen wollen oder nichts sagen dürfen, das verstehe ich jetzt nicht im Moment. Das ist ja kein Witz. Das kann man nicht einfach wegtun. Die Opfer schreien. Schirmherr der Stiftung ist der sattsam bekannte Innenminister Rech. Wie funktioniert denn sowas? Wozu ist der da, Schirmherr? Wenn gar nichts passiert, was den Opfern, den Opfereltern irgendwie Klarheit verschaffen könnte. Die Medien kooperieren unerträglich mit den Institutionen. Meine Damen und Herren, das ist das Gegenteil von